Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier am MSI-Stand auf der CeBIT 2011 und wir haben hier das neue MSI GX780R mit Sandy Bridge Core 7 Prozessor und Nvidia GeForce GT555M. Wir haben hier auch noch zwei 500 GB Festplatten, die RAID 0 unterstützen, also sehr coole Performance. Schauen wir uns hier mal ein bisschen die Daten genauer an, hier im Systemmanager. Wir haben also hier den Core i7 mit 2 GHz, natürlich hat er auch einen Turbo-Mode. 16 GB RAM installiert, also ihr könnt hier, euch hier bestimmt nicht darüber beschweren, dass ihr hier zu wenig RAM habt. Dann, das Display hat eine Auflösung von Full HD, klar, das wissen wir, 1920x1080. Was ganz schön ist, ist hier die beleuchtete Chiclet-Style-Tastatur. Also ihr seht, wir haben hier auch mehrere Farben, also nicht wie bei anderen nur eine Farbe auf der Tastatur. Also es sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Wir können natürlich hier auch komplett nur eine Farbe wählen, wenn euch das dann natürlich lieber ist. Hier die Lautsprecher, eine Touch-Button-Reihe hier vorne, also mit den gängigsten Shortcuts, hier den Power-Button. Hier unten dann das Touchpad mit den beiden Maustasten. Natürlich haben wir hier auch ein Numpad, das ist ja für Gamer geradezu ideal. Hier oben die Webcam. Die Handballenauflage ist aus Aluminium, fühlt sich wirklich super an, ja. Kühlt natürlich auch. Hier das Displaycover auch aus Aluminium mit hier einem Kunststoffrand. Das fühlt sich gut an. Ihr seht, es ist ein riesen Notebook, 17 Zoll. Schauen wir uns mal die Ports an. Also da haben wir hier zwei USB 3.0 Ports. Ein Kartenleser, USB 2.0, die Audio-Ports und auf der rechten Seite nochmal zwei USB-Ports und den Player, also wahrscheinlich ein Blu-ray-Disc-Player. Das war also das MSI GX780 hier auf der CeBIT 2011.